Meine Lieben, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Es geht darum, dass der Mensch, wenn er an die Grenzen, Entschuldigung, wenn er an die Grenzen seines eigenen Denkens und Wollens und Tuns geratet, dann wird er in einer besonderen Weise offen für die Gnade Gottes, für dafür, dass er ihn führt und ihm die Kraft gibt, das zu tun, was Gott ihm gezeigt hat. Und das ist das Entscheidende. Und das muss immer wieder neu geschehen. Wir müssen immer wieder neu draufkommen, dass wir mit unserem Latein am Ende sind und dass wir die Gnade Gottes brauchen. Und hier ist der Schlüssel dafür, dass Gott unser Leben, unsere Existenz als Wirkungsbereich für sein Reich findet, dann kann er kommen und wirken. Solange wir glauben, wir selbst machen es und wir können es und wissen es, solange ist Gott bestenfalls Zaungast. Das ist auch mit unseren menschlichen Impulsen und Emotionen. Wie viel von dem ist eigentlich verfehlt, aber wir glauben, es ist so wichtig, weil es uns total einnimmt. Und hier ist wichtig, je mehr man weiß, dass man nichts weiß. Und das sind umso eher kann man davon Abstand nehmen und sich dem entziehen, weil das ist ja oft ein sehr großer emotionaler Druck. Und man bleibt frei. Und darum geht es, wenn Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Das erinnert mich an eine Geschichte vom heiligen Franziskus, wie er mit seinen Brüdern durch die Gegend gezogen ist und sie haben übernachten wollen in einer Hütte, in so einem Stall halt. Und wie sie sich zum Schlafen gehen hinlegen wollten, kommt der Bauer herein und treibt seinen Esel in diese Hütte und sagt, was macht ihr da? Ihr könnt hier jetzt nicht da sein, weil da ist mein Esel. Und der Franziskus und seine Jünger sind einfach gegangen, haben sich bedankt und entschuldigt. Gott wird uns etwas anderes geben. Das ist diese Offenheit, wo das eigene Naturell hinterangestellt wird. Und das brauchen wir immer wieder. Wir müssen uns die Hörner abstoßen, damit wir frei sind. Damit sich das Reich Gottes wirklich in uns und durch uns entfalten kann. Das ist der Weg, den uns der heilige Franziskus vorgezeigt hat. Und mit so einem Diener hat Gott Großes tun können. Amen. Vergelt's Gott.